Herzlich willkommen zu Das Archiv. Hier werden alle Fragen zu World of Tanks Blitz beantwortet. Heute geht es um das richtige Tracken, also Ketten, welches zum Sieg führen kann. Doch bevor, dass wir zu tief in die Materie eintauchen, solltet ihr erstmal wissen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar Ketten, links und rechts, funktionieren unabhängig voneinander und sind sogenannte Module. Es sind also Einzelteile, die nicht zum Hauptbestandteil vom Panzer gehören. Diese Module haben jeweils Lebenspunkte, wie zum Beispiel die Lebenspunkte von den Ketten von einem E-100 betragen 300. Ein Medium wie der T-22 hat zum Beispiel 250 Lebenspunkte an der Kette. Ihr müsst also einen Einzelschussschaden haben über 300, um diese Kette zu durchschlagen. Sollte sie ganz normal angezeigt werden, also voll standardfähig, hat sie 300 Lebenspunkte. Wird sie orange angezeigt, mit einem kleinen Symbol obendrauf, hat sie noch die Hälfte, also 150. Und ist sie natürlich komplett kaputt, hat sie danach 0 Schaden. Um den Gegner richtig zu tracken, also zu ketten, empfehle ich das erste und das letzte Kettenrad jeweils seitlich gesehen vom Panzer. Steht ihr frontal davor, könnt ihr ebenfalls aufs Kettenrad schießen. Es ist sehr wichtig, es ist nicht so, dass nur das erste und das letzte Kettenrad funktionieren, aber bei allen anderen Kettenrädern ist das ein reines Zufallsspiel. Wirklich zuverlässig können wir also nur tracken, wenn wir das erste und das letzte Kettenrad treffen. Dort wird allerdings unterschieden mit Ketten mit Schaden und Ketten ohne Schaden. Das Ganze ist eigentlich sehr, sehr simpel erklärt, denn wenn ihr die Ketten durchschlagen könnt, ist die Kette kaputt und gibt ein kaputtes Modul. Wenn ihr danach auch noch mit dem gleichen Schuss die Wanne durchschlagen könnt, so kriegt ihr zusätzlich noch Schaden dazu. Simpel erklärt und simpel gemacht. Und das ist nämlich auch der Grund, warum es keinen Schaden gibt, wenn ihr von vorne aufs Kettenrad schießt, denn ihr schlagt nur das Kettenrad durch, kriegt aber die Wanne nicht penetriert. Ketten mit HE. Das Ketten mit HE funktioniert prinzipiell ähnlich, bietet aber noch mehr Vorteile. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel frontal auf einen Gegner mit HE schießt, werdet ihr durch den Splash-Schaden trotzdem Schaden anrichten. Falls ihr seitlich drauf schießen wollt, könnt ihr überall auf die Kette schießen und solltet den Gegner trotzdem ketten. Das ist besonders effektiv, um bei turmlosen TD zum Beispiel noch weitere Schüsse danach ins Heck setzen zu können. Kommen wir also nun zur Praxis. Durch Ketten kann man nämlich wunderbar das Team retten. Denn dadurch kann sich die Wanne nicht mehr drehen und das ist besonders effektiv bei turmlosen TDs. Außerdem könnt ihr damit sicherstellen, dass sich der Gegner nicht mehr zurückziehen kann und somit auf offener Fläche stehen bleibt und euer Team darauf schießen kann. Wichtig für euch, ihr werdet dadurch belohnt, denn ihr kriegt Unterstützungsschaden, was im Endeffekt dazu führt, dass ihr mehr XP habt und somit Mastery schießen könnt und auch mehr Credits dafür verdient. Besonders wichtig sind Trackschüsse, wenn ihr im Platoon unterwegs seid. Ihr ermöglicht euch und eurem Platoon-Partner so viel mehr Möglichkeiten und vor allem die sehr, sehr guten Spieler machen das schon permanent und haben dadurch viel höhere Stats und bessere Stats als Durchschnittsspieler. Ein sehr wichtiger Faktor ist ebenfalls die Autoloader. Autoloader haben sehr viele Schüsse in sehr kurzer Zeit und durch das Tracken ermöglicht ihr euch, einen zweiten oder einen dritten Schuss zu setzen. Durchs Ketten könnt ihr nämlich auch mehr Schaden für euch selber sichern. Oftmals versucht nämlich der Gegner nach dem ersten Schuss, den er geschossen hat, sich direkt zurückzuziehen und durch den Kettenschuss könnt ihr ihn so tackern, sodass euer Team wie auch ihr selber mehr draufschießen könnt. Auch diesmal werdet ihr wieder mit einem höheren Winrate wie auch Schaden belohnt. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Die Regeln, die ich bisher erzählt habe, gelten etwa für 95% aller Panzer. Aber falls der gegnerische Panzer eine V-förmige Wanne oder eine sehr hohe Wanne hat, lässt er sich sehr, sehr schwer mit Schaden tracken. Der Schuss geht entweder darunter durch die Wanne und penetriert sie somit nicht, oder er bounced an der V-Form. Im Hintergrund habt ihr ein Bild eingeblendet, wo ihr zum Beispiel ein T-22 mit einer V-Form seht.
Des Weiteren ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, dass auch Kettenschüsse extrem RNG-abhängig sind. Das heißt, auch wenn der gegnerische Modul 300 Schaden hat und ihr 300 Schaden pro Schuss macht, kann es also sein, dass ihr ihn nicht die Ketten ziehen könnt, weil ihr einen sogenannten Low Roll von 290 habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Videos sind sehr zeitaufwendig und extrem kostenintensiv. Falls du also gerne den Kanal supporten möchtest, kannst du in der Beschreibung auf Mitglied drücken und kannst den Kanal für 10 Cent pro Video supporten. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.